Dr. Klaus Schenk ist Biologe und Organisationsentwickler. Als Biologe war Dr. Schenk in der Krebsforschung und als Manager in der Medizinproduktindustrie tätig. Seit 17 Jahren arbeitet Dr. Schenk als Organisationsentwickler und Coach für Führungskräfte. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Projektportfolios in Gang bringen, agiles Arbeiten sowie Unterstützung bei gutem Umgang mit Spannungsfeldern und Konflikten. Außerdem arbeitet Dr. Schenk auch therapeutisch mit Menschen an Krisen, Traumata und deren Folgen. Klaus, vielen Dank, dass du Zeit hast für diesen Podcast Leverage Business. Kürzlich hast du ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Konflikte in Projekten. Und ich zitiere: Das Buch möchte zur konstruktiven Konfliktlösung beitragen und Konflikte an der Wurzel packen. Ziel ist es, die Konfliktlösungskompetenz von Führungskräften aller Ebenen in Projekten zu stärken, weil Konflikte nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen strapazieren, sondern das Unternehmen auch Geld kosten. Mit Hilfe von 40 Denklernkarten möchte der Autor Führungskräfte dazu befähigen, zukünftigen Konflikten gewappnet gegenüberzustehen. Zitat Ende. Klaus, was hat dich denn motiviert, dieses Buch zu schreiben? Das hat eine längere Vorgeschichte. Der wichtigste Teil dabei war etwa 2008. Da haben mich zwei Leute, bei denen ich mal systemische Beratung gelernt habe, 10 Jahre vorher, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei Ihnen in Ihrer Ausbildung für systemische Berater einzuspringen für ein Gastmodul, 2 Tage als Gast in der Ausbildung zum Thema Konflikte, Konfliktmanagement, Konfliktlösungen für systemische Berater in Ausbildung. Und weil ich einigermaßen experimentierfreudig bin, weil ich Lust hatte, mit denen was zusammenzumachen und weil ich das Odenwald-Institut mag, wo das stattfinden sollte, habe ich zugesagt und mir dann angefangen, Gedanken zu machen, was weiß ich über Konflikte. Und dann fiel mir wieder ein, dass ich 2002 das erste Mal selber noch als angestellter Manager bei so einem Konfliktmanagement-Training dabei war. Da ist mir vor allem die Trainerin in Erinnerung geblieben, mit der ich bis heute gut kollegial befreundet bin. Und 2004 in meiner Management-Trainer-Ausbildung 2 Leute dabei waren, die Konfliktmanagement als Abschlussarbeitsthema genommen haben. Und das hat mich damals verwundert, weil irgendwie hatte ich damals noch nicht auf der Pfanne, dass man daraus ein eigenständiges Seminarthema machen kann. Und ab etwa, weiß gar nicht genau, 2015, 14 so ungefähr, fand ich mich wieder bei der Haufe Akademie in einem Inhouse-Training für eine Bank, einmal im Jahr 3 Tage zum Thema Konflikte in Projekten. Das war der Grundstein. Und im Grunde ist das Buch entstanden aus einer zunehmenden Erweiterung der Seminar-Handouts für solche Seminare. Unternehmer, Unternehmerinnen und andere Führungspersonen, die müssen sich ja mit Konflikten befassen, weil, so schreibst du ja auch, Konflikte kosten Geld oder anders formuliert, Konflikte bremsen das Unternehmen. Und vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele nennen, in denen du das selber miterlebt hast, wie groß oder dramatisch oder wie man es auch nennen will, die ungünstigen Auswirkungen von Konflikten sind. Von Konflikten natürlich, die nicht gelöst sind, sondern offen oder chronisch und damit die Performance des Unternehmens beeinflussen. Naja, also die ganz Großen, die werden ja nachher medienwirksam. Als erstes fällt mir da ein Beispiel, Dieselgate bei VW. Da gab es ja offensichtlich auch einen Konflikt zwischen dem Wert Integrität, korrektes Arbeiten, Einhalten von gesetzlichen Bestimmungen einerseits und sich das Dieselgeschäft auch unter verschärften Umweltauflagen in den USA nicht kaputt machen zu lassen oder selber kaputt zu machen andererseits. Und dann wurde als Konfliktlösung gewählt zu tricksen. Wie teuer das wurde, kann man in der Wirtschaftspresse nachlesen. Das war jetzt selbst erlebt als Kunde, der immer noch VW Diesel fährt, trotz alledem. Aber manchmal sich schon fragt, war das eine gute Entscheidung. Als selbst erlebt in Unternehmen, noch aus der eigenen Managementzeit, kann ich mich erinnern an den Vorstandsvorsitzenden, unter dem ich die Hälfte meiner Zeit dort ungefähr gearbeitet habe.
das war einer der wenigen, die von außen ins Unternehmen reinkamen, planmäßig aufgebaut wurden, 5 Jahre lang als designierter Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden. Was mir gut in den Kram gepasst hat, weil der einen sehr innovativen Anspruch hatte und mein Auftrag hieß damals, kümmern Sie sich mal um Innovation in einem bestimmten Bereich. Und der seinerseits dann vielleicht 4 Jahre später wieder sich vom Unternehmen getrennt hat oder getrennt wurde, in der Zeitung war nachher zu lesen, der war uns zu innovativ. Und wie viel Geld da reingesteckt wird, einen neuen Vorstandsvorsitzenden zu finden und ihn aufzubauen, nur um ihm dann nach relativ kurzer Zeit, der vorherige hat 25 Jahre gehalten im Unternehmen, wieder zu verabschieden, das möchte ich gar nicht zusammenzählen, aber da kommen gute Summen zustande. Vielleicht noch ein kleineres Beispiel, wo ich dann jetzt nicht als Beteiligte, sondern eher in so einer beratenden oder Konfliktlösungshelferperspektive schon aktiv war zu meiner Beraterzeit. Da war ich gerufen in einen Konzern, wo ein Abteilungsleiter zwei zerstrittene Teamleiter hatte. Den Konflikt beschreibe ich auch kurz im Buch. Und sagte zu den beiden in meiner Anwesenheit, der eine hatte dem anderen einen Mobbingvorwurf gemacht, schriftlich, insofern war das Personal aktenkundig geworden und konnte nicht einfach ignoriert werden. Da sagte der Abteilungsleiter zu den beiden Teamleitern, meine Herren, ich habe jetzt 8 Monate probiert, den Konflikt zwischen ihnen zu schlichten. Ich mache jetzt noch einen Anlauf. Sie haben hier einen externen Coach und 4 Monate Zeit. Und wenn der Konflikt, der Mobbingvorwurf bis dahin nicht schriftlich zurückgenommen ist, schmeiße ich mindestens einen von ihnen beiden raus. Und ich dachte, das ist ja mal eine erfreulich klare Ansage. Aber auch da, wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit hier hochbezahlte Manager damit zugebracht haben, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, statt sich um Aufgabenlösungen und Kooperation zu kümmern, könnte ich mir vorstellen, kriegt man da auch leicht 5-stellige Summen zusammen, die das Unternehmen da irgendwo ausgibt für einen Konflikt, den sie damit nicht mehr gelöst kriegen. Naja, das ist ja ein deutlicher Hinweis darauf, dass Konflikte, wenn sie nicht gelöst werden, verbrauchen sie eben Durchlaufzeit, also bis man wieder arbeitsfähig ist. Sie verbrauchen Ressourcen, sie verbrauchen Managementaufmerksamkeit. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man da was machen? Oder anders gesagt, müssen Führungskräfte, müssen Unternehmerinnen das hinnehmen, Konflikte sind nun mal da, da kannst du nichts machen. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir müssen versuchen, mit den Auswirkungen zu leben. Oder kann man was tun? Ich meine, du hast jetzt ein Buch geschrieben, das klingt ein bisschen danach, man kann vielleicht was tun. Ja, die erste Antwort ist ein klares sowohl als auch. Einerseits sind Konflikte da und es wird sich auch auf Dauer nicht verhindern lassen, dass neue nachkommen. Ich erinnere mich gut an Anita von Hertel, bei der ich mal ein Stück Mediation gelernt habe, hat strahlend gesagt, wenn ihr Mediation lernt, müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Konflikte sind der am schnellsten nachwachsende Rohstoff von allen. Das hat mir gut gefallen und da ist was dran. Insofern lassen die sich nicht verhindern. Das heißt aber nicht, dass man keinen Einfluss darauf hätte. Natürlich hat man Einfluss darauf und kann eine Menge dafür tun, ob Konflikte, die auftauchen, eskalieren, vor sich hin simmern und ständig irgendwie Energie kosten und nicht gelöst werden, oder ob die Spannung, die in jedem Konflikt drinsteckt, so konstruktiv genutzt wird wie die Spannung in einer Batterie, indem man nämlich die beiden Pole eines solchen Spannungsfeldes auf konstruktive Art und Weise miteinander verbindet und dann die Energie nutzt, die drinsteckt. Und insofern glaube ich sehr wohl, dass man da großen Einfluss drauf hat und wie in einer Hierarchie typischerweise die Sichtweise ist, je weiter oben in der Hierarchie, desto größer ist die Hebelwirkung des Einflusses, die jemand nehmen kann. Insofern steht es natürlich besonders Führungskräften gut an, sich mit diesem Thema Konflikte gut zu beschäftigen und sich damit vertraut zu machen, welche konstruktiven Einflussmöglichkeiten gibt es da, was habe ich da zur Verfügung und genau darum geht es in dem Buch, ein Sortiment von Einflussmöglichkeiten vorzustellen. Genau, und als ich den Titel gelesen habe, habe ich zuerst gedacht,
Ja, da stehen wahrscheinlich die ganzen Reaktionsmöglichkeiten drin. Also ich sehe, da ist ein Konflikt und wie gehe ich jetzt damit um? Wie löse ich den jetzt auf? Und als ich das Buch aber ein bisschen genauer angeschaut habe, habe ich gesehen, da stehen eben auch eine ganze Menge Dinge drin, die etwas mit Vorbeugung zu tun haben. Also wie könnten wir von vornherein etwas tun, dass die Konflikte gar nicht auftreten? Und da schreibst du ja auch, ich zitiere wieder, die meisten Projektkrisen kommen durch unklare Ziele, falsche Ressourcen, widersprüchliche Prioritäten, Bereichsegoismus und missverständliche Kommunikation zustande. Und das klingt ja, als wäre viel davon hausgemacht, als wären viele Konflikte hausgemacht. Und daraus leitet sich die Frage ab, was können Unternehmensleitungen und auch Bereichsleitungen oder andere Führungskräfte, was können die denn vorbeugend machen? Was können sie tun, um die Menschen gar nicht erst in unnötige Konflikte hineinzuziehen oder sie, früher hätte man gesagt, sie ins Messer laufen zu lassen. Also sie gar nicht erst in unnötige Konflikte hineinzuziehen, für die sie nichts können und die sie selber ja auch womöglich gar nicht lösen können. Ja, das ist eine spannende Frage und auch diese Unterscheidung zwischen vermeidbare Konflikte und unvermeidbare macht nochmal deutlich, manche Konflikte, die treten auf, trotz bester Absicht oder vielleicht auch wegen bester Absicht. Eine sehr kurze und mich sehr ansprechende Definition von für Konflikt heißt, ein Konflikt sind zwei gute Absichten, die einander verfehlen. Das heißt, da muss gar keine böse Absicht involviert sein, damit ein Konflikt zustande kommt. Manche sind allerdings schon in der Struktur des Unternehmens, in der Organisation, in Abläufen, in Prozessen, in Kennzahlen angelegt und von denen sind einige durchaus vermeidbar. Du hast gerade gesagt, manche oder viele Konflikte sind in der Struktur, den Kennzahlen, was auch immer, des Unternehmens angelegt. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele sagen. Nehmen wir mal ein Beispiel für einen Klassiker: Vertrieb und Produktion. Vertrieb wird bezahlt, typischerweise in irgendeiner Form incentiviert, provisioniert nach Umsätzen, die sie machen, die individuellen Mitarbeiter. Wenn die rational handeln, dann sorgen sie also durch ihr Verhalten, so gut sie es können, dafür, dass sie möglichst viel Umsatz generieren. Nicht unbedingt, indem sie sich vorher jedes Mal vergewissern, ob die Produktion das auch liefern kann, was sich die Kunden wünschen und der Vertrieb ihnen gerne verkauft. Das kann leicht und führt auch regelmäßig dazu, dass Vertriebsorganisationen Dinge versprechen, bei denen nachher die Produktion ins Schwitzen kommt, das zu liefern. Und damit gibt es Konflikte entweder in der Produktion wegen Überlast oder zwischen Produktion und Vertrieb, weil der Vertrieb der Produktion vorwirft, das nicht hinzukriegen, und die Produktion dem Vertrieb vorwirft, Zeug zu verkaufen, von dem sie gar nicht wissen, ob das Unternehmen als Ganzes das überhaupt kann. Was ist hier die Ursache? Nicht, dass der Vertriebler irrational agiert, auch nicht, dass die Produktion einfach faul ist oder zu langsam oder sowas, sondern dass die Kennzahlen, die hier Verhalten steuern sollen, so gewählt sind, dass sie eine Abteilung gegen die andere ausspielen. Dass der Vertrieb nicht daran gemessen wird, ob er mit der Produktion rücksichtsvoll umgeht, sondern nur, was er Kunden verspricht. Und das ist für mich ein struktureller Konflikt. Der ist leistbar, der ist lösbar, der ist vermeidbar. Dann, wenn sich die Entscheider darüber klar werden, dass sie beide brauchen, dass sie den Vertrieb brauchen, um Aufträge zu generieren und die Produktion, um sie auszuführen und dass man das an irgendeiner Stelle harmonisieren, koordinieren, abstimmen muss. Naja, wenn ich da einhaken darf, dieses Beispiel habe ich selbst so oder ähnlich auch schon ein paar Mal miterlebt und kann natürlich gut nachvollziehen, wenn du sagst, da kann man systematisch dran arbeiten und das kann man auch auflösen. Jetzt klingt mir aber gleichzeitig im Ohr die Aussage nicht nur eines Geschäftsführers, sondern das habe ich öfter gehört, der sagt, das ist Methode. Wenn ich die Produktion jedes Mal fragen würde, ob die das liefern können, dann können wir überhaupt nichts mehr verkaufen. Also ich muss die sozusagen in den Konflikt bringen. Was sagst du denn dazu? Die brauchen den Konflikt. Das habe ich auch schon öfter gehört.
Wenn man die Betroffenen dann fragt, hat man schon den nächsten Konflikt, weil die anderer Meinung sind. Und wenn ich dann nachschaue, was kann ich denn aus eigener Erfahrung oder aus der Erfahrung anderer Leute, gegebenenfalls auch aus der Literatur drüber lernen, was hier tatsächlich Sinn macht, dann werde ich fündig bei so alten Managementkonzepten wie denen von Toyota. Das Toyota-Produktionssystem ist ja auf eine Art die Urmutter vieler moderner Ansätze, nicht zuletzt auch dessen, was uns zusammengebracht hat. Goldratt beruft sich darauf mit seiner Theory of Constraints, aber auch die gerade sehr in Mode befindlichen agilen Ansätze haben alle sehr viel gemeinsam mit Toyota. Und eins, was da deutlich wird, ist, dass ein System, was nach Output bezahlt wird, also dafür bezahlt wird, dass es irgendeine Dienstleistung oder irgendein Produkt in einer Stückzahl herstellt, gut dran tut, dafür zu sorgen, dass diese Produktion möglichst reibungslos durchläuft. Also, dass hier ein Fluss von Produktion läuft. Und dass dieser Fluss dadurch besser läuft, dass er gesteuert wird über Pull, über das von Kunden Produkte angefordert werden und weiter oben in diesem Strom nur genau das produziert wird, was ein konkreter Kunde will, zu dem Zeitpunkt, wo er es will. Das heißt, die Steuerung ist nicht durch Push, nicht, dass einer am Ende drückt und sagt, mach mal schneller, sondern dass unten der Abfluss für Sog sorgt, für Pull. Und diese Idee, dass man Druck machen müsste oder Konflikte erzeugen müsste, das sind alles unterschiedliche Spielarten von Push. Das ist ungefähr so wirksam, wie wenn man an einer Baustelle auf der Autobahn versucht, den Fluss zu beschleunigen, indem man hinten mit dem LKW auf den Stau drauf fährt. Das ist Push und das ist Mist. Und das Gegenteil von Pull und von Flow. Also du würdest sagen, das ist ein Irrtum. Da gibt es eine gute Absicht dahinter, aber es führt nicht zur Verbesserung, sondern was können wir tun? Das Erste ist, uns darüber klar werden, dass es manche weit verbreitete und lang gepflegte Gewohnheiten gibt, die zwar Gewohnheit sind, aber trotzdem schädlich. Eine davon ist die Überzeugung, dass Druck beschleunigt. Irgend so ein alter Spruch sagt, Druck macht breit, aber nicht stark. Das ist was anderes dafür, eine andere Beschreibung oder eine andere Metapher dafür, dass Druck nicht das bewirkt, was man damit versucht, was damit zu tun hat, dass der Druck ausgeübt wird auf ein, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich fülle es gerne mit Bedeutung, auf ein System, genauer auf ein komplexes System, das heißt auf Leute, Maschinen, irgendeine Organisation, die auf eine Art und Weise zusammenarbeitet, die man von außen nur begrenzt beeinflussen kann. Die folgen ihrer Eigenlogik. Und die Eigenlogik sagt, ich mache lieber das, was sinnvoll ist, als das, wo mich jemand drückt. Und da gibt es viele andere Beschreibungen dafür, was da passiert. Aber alle münden letztlich darin, dass die Überzeugung, dass Druck hilft, antiquiert ist und eigentlich nicht wahr. Die hat auch zu tun mit sowas wie Management-Theorien, das kennen viele Leute, so Theory X und Theory Y, ja, wo die eine, so aus den 60er Jahren, Organisationsforschung, wo die eine sagt, die Leute sind grundsätzlich faul und man muss halt mit der Peitsche hinten dran sein, dass die was tun. Das ist die Druck-Idee, Druckmetapher. Und die andere Theorie sagt, nee, nee, Leute sind eigentlich intrinsisch motiviert. Und alles, was ich als Führungskraft tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das, was sie demotiviert, aus dem Weg geräumt wird. Und dann machen die. Und das ist viel näher an Pull dran, dass Leute sinnorientiert was herstellen wollen und dass Druck sie eigentlich dabei eher stört als beflügelt. Was kann man also tun? Sich selbst darüber klar werden, dass wenn man Druck macht, man die Ursache wird für Konflikte, die vermeidbar sind. Und sich selbst darüber klar werden, dass es andere Dinge gibt, die wichtiger sind. Und das Wichtigste, was mir zurzeit immer wieder im Kopf rumgeht, ist, dass sich Führungskräfte überlegen sollten, was ihnen eigentlich selber wichtig ist, was ihre, jetzt abstrakt gesagt, ihre Wertvorstellungen sind, wie sie selber gerne behandelt würden, was ihnen wichtig ist, dass in ihrem Betrieb gelebt wird und dass sie dann dazu klar Stellung beziehen im Reden und im Handeln. In diesem Kontext von Theory of Constraints, wo wir uns ja vor 15 Jahren oder so erstmals begegnet sind,
Da ist ja eine Idee, dass jedes zweckorientierte System, also auch jede Produktion, jedes Unternehmen, jede gesellschaftliche Institution im Gefüge der Einflussfaktoren, die da zusammenwirken, einen hat, der die Performance, also die Leistungsfähigkeit, die Leistungserbringung der Organisation am meisten begrenzt. Und das nannte der Goddard Engpass. Und was mich so fasziniert hat, ist eine Behauptung, ich weiß nicht, wo die steht, vielleicht weißt du es ja, wo er sagt, letztlich geht jeder Engpass zurück auf einen ungelösten Wertekonflikt in der Leitung der Organisation. Das heißt, immer dann, wenn ein Geschäftsführer einerseits zum Beispiel Kosten sparen will und andererseits aber die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen und diesen Konflikt nicht selber löst, indem er klar sagt, was hier Vorfahrt hat, Geschwindigkeit erhöhen oder Kosten sparen, dann gibt er genau diesen Konflikt, diesen ungelösten Wertekonflikt in die Organisation und die verstärkt den Konflikt so lange durch die Organisation, bis es irgendwo knallt und begründet genau damit diese Engpässe, unter denen sie nachher leidet. Und das finde ich ein Paradebeispiel dafür, wie die wertsetzenden Personen, also Geschäftsführer, Unternehmensführungskräfte, durch ihr Verhalten, durch ihre Inkongruenz, dadurch, dass sie ihre eigenen Wertekonflikte, ihre inneren Wertekonflikte nicht lösen, äußere Konflikte erzeugen und am Leben halten. Und da kann man was gegen tun. Und der erste Schritt, hat man vorher schon gesagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Also bei sich selber bemerken, dass man hier einen Wertekonflikt nicht löst und nochmal drüber nachdenken, ob das eigentlich so bleiben soll. Vielleicht ist für manchen Zuhörer der Begriff Wertekonflikt schon fast ein bisschen abgehoben. Ne? Was du eben gesagt hast, könnte man ja auch einfach sagen als Zielkonflikte oder so. Ne? Ich will das eine und ich will das andere und in mir selber kriege ich es nicht aufgelöst oder noch nicht aufgelöst. Na gut, dann suche ich mir halt zwei Abteilungsleiter. Dem einen gebe ich das eine, dem anderen gebe ich das andere. Aber wenn sich schon in mir selber nicht auflöst, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders groß, dass es sich bei den beiden anderen auflösen wird. Okay, das heißt, du sagst, Führungskräfte, Führungspersonen, Unternehmerinnen können, indem sie eigene innere Konflikte bearbeiten und lösen, sehr viel dazu beitragen, dass es im Unternehmen weniger Konflikte gibt und dadurch die Menschen im Unternehmen produktiver arbeiten können. Genau, Sie können damit wesentlich beeinflussen diesen Teil der vermeidbaren Konflikte, der Konflikte, die durch unternehmerische Entscheidungen in der Struktur und in der Strategie und in den Prozessen des Unternehmens angelegt sind. Jenseits davon gibt es immer noch zwischenmenschliche Konflikte im Alltag. Meine Hoffnung ist, dass wenn ich die strukturellen vermeiden helfe, dass ich dann mehr Zeit und Energie habe, um die unvermeidlichen dann konstruktiv zu lösen, wenn sie auftreten. Jetzt hast du gerade selber gesagt, es werden sich nicht alle Konflikte vermeiden lassen. Und selbst wenn wir Konflikte vermeiden wollen, werden wir das nicht von einem Tag auf den anderen schaffen. Das heißt, da bleibt etwas. Was hilft denn Menschen, produktiv mit Konflikten umzugehen? Ist das eher eine Grundhaltung, mit der sie einem Konflikt gegenüberstehen oder eine Einstellung, was ja fast das Gleiche ist? Oder sind es die Umgebungsbedingungen oder das Lernen und verfügbar haben von Methoden, Techniken, was weiß ich. Wo würdest du da einen Schwerpunkt setzen, wenn überhaupt? Zum einen glaube ich, dass all diese Einflussfaktoren zusammenkommen und dass es Aspekte gibt, die Konflikte beflügeln oder lösen helfen. Die liegen eher auf der Ebene der Haltung, der Grundüberzeugungen, der Glaubenssätze und dass es andere gibt, die gleichzeitig wirken, die liegen eher auf der Ebene des Verhaltens und wieder andere, die sind im Kontext, in der Umgebung angelegt, in der Struktur des Unternehmens. Da hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich kann auf all diesen Ebenen intervenieren. Wenn ich trotzdem versuchen würde, eine Reihenfolge reinzubringen, dann glaube ich, ist es eine gute Idee, wie bei jeder Veränderung erstmal bei sich selbst anzufangen. Und zu lernen und zu üben und es zu einer Art täglicher Praxis zu machen, zunächst einmal die Wahrnehmung für die Äußerung von eigenen Bedürfnissen zu schärfen. Denn
Wenn ich mit jemand anders in Konflikt komme, heißt es ja zugleich immer, dass ich mich durch den anderen dran gehindert fühle, in irgendeiner Art und Weise so meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und zugleich, dass ich den anderen in irgendeiner Weise dafür brauche, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Würde ich mich nicht gehindert fühlen, dann würde ich mich halt darum kümmern, dass ich meine Bedürfnisse erfülle. Und würde ich den anderen nicht brauchen, dann würde ich sagen, okay, gehe ich um den rum, gehe in eine andere Richtung und erfülle mein Bedürfnis woanders. Und beides setzt voraus, dass ich mir klar darüber werden kann, in kurzer Zeit, hey, um was geht es mir eigentlich? Wo will ich denn hin? Was für ein Bedürfnis will ich gerade erfüllen? Und die Vorstellung, dass man sich über Bedürfnisse immer klar ist, so rational im Sinn von zielorientiert, ich glaube, das ist auch ein überholter Mythos. Ich glaube, die meisten Bedürfnisse äußern sich zunächst mal als Bauchgefühl oder als Gefühl irgendwie, als eine zuallererst körperliche Wahrnehmung und dann sowas wie ein vager Wunsch. Manchmal ist man schon in Bewegung auf irgendwas, bevor man überhaupt merkt, dass da irgendwas ansteht. Und dann kurz innezuhalten und zu prüfen, hey, was äußert sich hier? Welches Bedürfnis kommt hier an die Oberfläche? Und dann zu prüfen, was mache ich jetzt damit? Und wenn ich mir diesen Moment Zeit nehme, um in Kontakt mit mir selber zu kommen, wahrzunehmen, was äußert sich, so die innere Lebendigkeit in mir, was drückt sich da aus und was mache ich jetzt damit? Lasse ich es einfach laufen oder nicht? Gebe ich dem Ärger einfach nach oder nicht? Oder nehme ich einen Einfluss drauf? Da wird gerne der Viktor Frankl zitiert mit diesem Spruch, die Freiheit liegt zwischen Reiz und Reaktion. Und ich denke, da ist insofern was dran, als immer dann, wenn es mir gelingt, durch guten Umgang mit mir selbst diese Spanne zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, dann gewinne ich Gestaltungseinfluss. Dann kann ich mich neu entscheiden. Lasse ich es einfach laufen oder unterbreche ich es, wähle ich eine andere Richtung, überlege ich mir was anderes. Ich habe ganz oft den Eindruck, Menschen erleben einen Konflikt, strampeln sich ab und versuchen auch, ob jetzt im Kampfmodus oder auf gesittete Art und Weise, mit oder gegen andere den Konflikt zu lösen oder zu beseitigen und merken einfach nicht, das ist nicht ihr Konflikt und sie können den auch gar nicht lösen. Und das Gegenteil erlebe ich auch. Menschen sagen, ja, da müssen erstmal andere was tun. Also da kann ich gar nichts. Und wenn man dann anfängt, mit diesen Menschen zu arbeiten, dann merken sie plötzlich, oh, da ist ja ein eigener Einflussbereich. Und wie kann jemand dafür ein gutes Gefühl, eine gute Einschätzung, eine gute Intuition entwickeln? Ja, da gibt es auch wieder viele Einflussfaktoren. Also die Grundunterscheidung, die ich dich hier beschreiben höre, ist ja die zwischen habe ich tatsächlich Einfluss oder nicht und nehme ich den wahr oder nicht. Und dann gibt es wieder so eine Vierfelder-Matrix. Ja, ich habe tatsächlich Einfluss und ich nehme ihn auch wahr, dann komme ich ins Handeln und tue was, hoffentlich was Konstruktives. Oder ich habe keinen Einfluss und finde mich damit ab, dann habe ich vielleicht auch keinen Konflikt damit. Wenn ich das anerkenne, ist ja auch in Ordnung, wenn ich meine Grenzen kenne. Und schwierig ist es da, wo ich einen Einfluss habe, aber ihn bestreitet, das ist so dieses Einnehmen einer Opferhaltung, kann leider gar nichts machen. Oder umgekehrt, wo ich mich überschätze und mich dann verkämpfe, weil ich glaube, ich hätte einen Einfluss, aber habe ihn nicht. Und diese Unterscheidung zu treffen, ist zum Teil Übungssache, zum Teil lernt man da aus den blutigen Nasen, die man sich holt durch die Fehleinschätzung, hoffentlich. Und ich hoffe, man überlebt sie und lernt dann draus. Und zum Teil kann man das durchaus auch anfangs bewusst systematisch durch solche kleinen Fragereihen. Eine bei mir, die heißt, raus aus der Opferrolle, hat mit dieser Opferhaltung zu tun. Und die fängt auch wieder an mit der Frage, hey, was weiß ich denn darüber, was ist mir wirklich wichtig, wo will ich eigentlich hin? Was ist ein Ziel? Was ist eine Wertvorstellung? Was liegt mir am Herzen? Was will ich erreichen? Was will ich verändern? Vielleicht fängt es auch damit an, dass mich irgendwas nervt und ich sage, hey, was nervt mich eigentlich wirklich? Und dann die Frage umkehren und sage, und wenn das behoben wäre, wie wäre es, wenn es gut wäre? Und damit komme ich da erstmal zu einer Beschreibung, wo will ich hin? Und dann kann sich so eine kleine Reihe anschließen, die sagt, hey, was müsste sich dafür ändern, dass es mehr so wird, wie ich es gern hätte? Erstens,
Zweitens, wer müsste was dafür tun, damit es mehr so wird, wie es gern hätte? Und drittens, das ist jetzt die Frage zur Verantwortungsübernahme, und was könnte ich dafür tun, damit der, der was tun muss, das tut, was er tun muss, damit es mehr so wird? Das heißt, mit der Frage prüfe ich nach, kann ich hier diese Reaktionskette auslösen, die dazu beiträgt, dass sich dieses Spannungsfeld löst, dass sich meine Hoffnung erfüllt, dass es mehr so wird, wie ich es gerne hätte. Und dann muss ich mich nur noch entscheiden und diese Entscheidung in die Tat umsetzen, um das auszulösen. Und mit so einer Fragereihe kann ich prüfen, fällt mir irgendwas ein, wie ich selber Einfluss nehmen kann, dann wäre es gut, ich tue es und gucke mir dann an, welche Auswirkungen es hat. Oder mir fällt dazu nichts ein, dann kann ich nur noch überlegen, wie kann ich gut umgehen mit der Tatsache, dass ich hier scheinbar an den Verhältnissen nichts ändern kann. Das wäre dann eine sogenannte Bewältigungs- oder Coping-Strategie. Und auch die hilft, damit man Konflikt nicht weiter eskaliert, sondern halt eigene Grenzen anerkennt und sagt, gut, ich würde mir was anderes wünschen, aber ich weiß gar nicht, wie ich es bewirken kann, also nehme ich es erstmal hin, solange bis mir was Besseres einfällt. Das klingt fast wie eine Aussage, die ich mal von Gunter Schmidt gehört habe. Man könnte sich ja auch dafür wertschätzen, dass man in einem Konflikt, den man selber nicht lösen kann, navigiert, statt sich dafür dann auch noch selber zu bestrafen. Da gebe ich ihm sehr recht. Nicht jeder Konflikt ist lösbar, nicht jeder Konflikt ist vermeidbar. Und die Vorstellung, dass ich Konflikt vielleicht nicht lösen kann und trotzdem kein Opfer dieser Situation sein muss, die ist mir sehr sympathisch. Weil die sagt, ich kann vielleicht diesen Konflikt, oder dann würde ich vielleicht auch von einem Spannungsfeld reden, derzeit nicht lösen, aber ich kann immer noch wählen, wie ich mich dazu stelle, dass das so ist. Und da kann ich sagen, ich stimme dem zu, ich nehme es halt hin, oder ich kann sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein und gehe halt in so einen Kampfmodus, der nichts bringt. Bernd Schmidt würde sagen, ins Strampeln. Und Strampeln ist Teil des Dilemma-Zirkels. Das führt nicht raus. Der hat dann dieses seltsame Rezept übrigens, ja, der sagt, was rausführt aus dem Dilemma-Zirkel, ist nicht Strampeln, sondern Verzweifeln. Das fand ich überhaupt nicht attraktiv, als ich das erste Mal gehört habe. Aber es ist natürlich ein emotional bisschen belastetes Wort für aufhören zu kämpfen. Und manches löst sich dadurch, dass ich mich davon löse. Manches Problem löst sich dadurch, dass ich nicht mehr dran festhalte, sondern dass ich sage, okay, ich gebe es jetzt dran, ich höre jetzt auf zu kämpfen und kümmere mich darum, dass ich mit mir so gut umgehe, wie es halt gerade geht im Rahmen der Möglichkeiten. Was du in deinem Buch ja schreibst, der Hebel liegt halt im Top-Management oder bei der Eigentümerin oder so. Wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin merkt, Mensch, bei unserem Unternehmen, ich wollte es ja nicht so richtig wahrhaben, aber wenn ich ein bisschen genauer hingucke, dann gibt es da doch eine ganze Menge dieser Konflikte, die performancevernichtend sind, und jetzt mehr Druck zu machen oder mehr zu fordern, das bringt es ja offensichtlich nicht. Was kann ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, was kann die tun, um die Menschen zu ermutigen und zu befähigen, dass sie diese Sachen auf den Tisch bringen? Nicht damit es da noch mehr Konflikte und Hauereien gibt, sondern damit das benutzt wird zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Eine Überschrift, die mich zurzeit beschäftigt, die heißt KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, oder in dem Japanismus Kaizen, kontinuierliche Verbesserung. Und kontinuierliche Verbesserung heißt zunächst einmal nichts anderes wie dran zu glauben, dass es immer noch irgendwas gibt, was man besser machen kann. Heißt im zweiten Schritt nicht alles gleichzeitig machen zu wollen, sondern eins nach dem anderen. Und aus so einer Engpassperspektive ist es sinnvoll, die Frage immer wieder zu stellen, Leute, was wissen wir alle? Nicht ich allein als Leiter des Unternehmens, sondern indem ich anerkenne, die kollektive Intelligenz ist größer als meine eigene. Was wissen die anderen Leute im Unternehmen und ich zusammen darüber, wo es gerade am meisten nervt oder klemmt oder zwickt? Und dass man dann in Gesprächen gemeinsam schaut, woran klemmt es eigentlich und wer muss was tun, damit es anders wird. Auf eine Art könnte man sagen, dass man als Entscheider oder als Führungskraft oder als irgendwie
eine Person im Unternehmen aufhört, die anderen Personen als Problem zu benennen, nicht du gegen ich und das ist das Problem, sondern wir beide Seite an Seite gegen das Problem und für etwas, was besser ist als das, was uns gerade nervt oder zwickt. Und das setzt wiederum voraus, ich würde fast sagen, die Größe in einer Top-Führungskraft in einem Unternehmen, erstmal anzuerkennen, dass alle Leute im Unternehmen ihre eigene Intelligenz haben und beitragen können und dass man gemeinsam schlauer ist als jeder für sich allein. Und das könnte dann die Bereitschaft beflügeln, darüber ins Gespräch zu kommen, mehr oder weniger auf Augenhöhe, und gemeinsam bessere Lösungen für solche Probleme zu erarbeiten, als wenn einer glaubt, er hätte die Weisheit an der Unternehmensspitze gepachtet und müsste das alleine entscheiden. Das finde ich einen guten Anfang. Und von dort aus mit dieser Haltung von, hey, wir sind hier zusammen dazu da, um Probleme zu lösen, Konflikte zu lösen, Spannungsfelder zu nutzen, ohne dass sie zu Bruch führen, sondern als Motor für Entwicklung. Und wir führen konstruktive Gespräche darüber, die immer unterstellen, dass der andere seine Sichtweise hat, seine gute Absicht hat und dass man halt daraus eine gemeinsame Sichtweise macht und dann Handlungspläne und dann in die Handlung umsetzt und dann guckt, was bei rausgekommen ist. Also so eine Vorgehensweise, die macht ein Experiment, die prüft das Resultat, die lernt draus und macht den neuen Plan. Bei mir heißt das Pizza-Zirkel. Diese Vorgehensweise immer wieder in angemessener Geschwindigkeit und dann kommt so ein KVP in Gang. Und damit kann ich Konflikte lösen, soweit sie überhaupt lösbar sind. Klingt schon fast nach einem Patentrezept und auch nach einem schönen Spruch, den man sich an den Bildschirm kleben kann. Wir gemeinsam gegen das Problem. Ja, Klaus, gibt es etwas, was ich hätte fragen sollen, aber nicht gefragt habe, aber du hättest gerne die Frage gehabt, damit du eine passende Antwort dazu geben kannst? Du hast die Frage zum Teil gestellt. Nämlich die Frage, was ist das Gute an Konflikten? Ich mache manchmal zu Anfang von so einem Konfliktseminar eine kleine Aufstellung im Raum und sage auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß ist denn Ihre Freude an Konflikten? 0 heißt, ich hasse sie und 10 heißt, ich liebe Konflikte. Da stehen deutlich mehr Menschen näher bei 0 als bei 10. Ich glaube, das ist nur die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist, dass Konflikte etwas in Gang bringen. Und dass Konflikte wie der Motor sind, eben so ein Spannungsfeld, was man nutzen kann, um Dinge zu verändern. Und dass es deswegen, glaube ich, nicht darum geht, Konflikte für ein Problem zu halten und sie vermeiden zu wollen oder jetzt auf Biegen und Brechen lösen zu wollen, sondern, wie du gesagt hast, darin zu navigieren und die Energie, die drinsteckt, zu nutzen für wünschenswerte Veränderungen. Und das wiederum setzt voraus, dass ich ein Gespür dafür bekomme, was ist eigentlich wünschenswert, wo wollen wir hin? Wo ist das Spannungsfeld, was man nutzen kann und was uns zugleich begrenzt? Die sogenannten Enabling Constraints, also die Engpässe, die nicht mich behindern, sondern die meinem Handeln auch eine Richtung geben. Und wie kann ich die optimal nutzen? Und dann sind Konflikte eine wunderbare Sache. Dann nutze ich die Energie, die drinsteckt, und schmeiße die Verpackung weg. So hat meine Schwäbisch-Gmünder Kollegin Susanne Kopperlan mal gesagt. Sie sind ein Energiegeschenk. Ja, schmeiß die Verpackung weg und nutze die frei werdende Energie für wünschenswerte Veränderungen, und dann sind Konflikte eine wunderbare Sache. Stellen wir uns doch mal vor, wir hätten eine Welt oder auch eine Arbeitsumgebung völlig ohne Konflikte. Würden wir das denn wollen? Also, und wie energetisierend wäre das? Was ja auch nochmal zu tun hat mit der zutiefst menschlichen Seite an dem, was in Unternehmen, in Organisationen passiert. Weil die meisten laufen ja nicht ohne Menschen, sondern dank der Menschen, die drin arbeiten. Und die dort halt ihre ganze Menschlichkeit mit reinbringen. Und wir haben uns ja schon öfter den Kopf zerbrochen darüber, wie kommt es eigentlich, dass Unternehmen immer wieder so im Feuerlöschmodus arbeiten. So diese Firefighting-Kultur, die man in vielen Unternehmen findet. Und wo tatsächlich auch die Leute dafür angesehen sind, dass sie es immer wieder hinkriegen, Feuer zu löschen. Und wenig Energie drauf verwenden, mal zu gucken, wie könnte man denn verhindern, dass es überhaupt brennt. Dann müsste nicht mal einer löschen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass im Feuerlöschen viel mehr Adrenalin und viel mehr Endorphine freigesetzt werden als in der Brandprävention. Die ist vergleichsweise langweilig. Und wenn es einem langweilig wird, dann wird es blöd im Unternehmen. Was macht man dann, wenn es zu langweilig wird? Man zettelt einen Konflikt an und genießt die Energie, die damit wieder losgetreten wird. Vorsicht an alle Zuhörer, die jetzt denken,
Wir wollten die Verantwortung einseitig den Mitarbeitern zuweisen, die unnütz Konflikte anzetteln, damit sie was zu lösen haben. Das hast du ganz bestimmt nicht so gemeint. Das gilt natürlich wieder für alle Beteiligten und es gilt wieder mit größerem Hebel für die Leute, die weiter oben in der Hierarchie sitzen und damit mehr bewegen können. Und die sind manchmal genauso begeisterte Zündler, Brandstifter, so ein bisschen aus so einer sportlichen oder auch weniger sportlichen Wettbewerbshaltung heraus. Und genau das, was du beschrieben hast, ja, die glauben dann, jetzt lass uns mal einen Konflikt anzetteln, das würde das Unternehmen beflügeln. Und das ist weder so rum noch so rum die Wahrheit, sondern das ist auch wieder eine Frage der Dosierung. Wie viel Konflikt ist auf eine Art ein Stück weit auch ein Training für die Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit der Organisation und für den guten Umgang mit den unweigerlichen Konflikten? Und wie viel Konflikt ist zu viel und schädigt die Organisation, die einzelnen Beteiligten? Und da zwischendrin wieder gut zu navigieren, glaube ich, ist dann die Mischung aus Handwerk und Kunst des konstruktiven Umgangs mit Konflikten in unterschiedlichen Situationen. Du hast ja in unserer gemeinsamen Vergangenheit öfter mal auch die Bedeutung des Lachens und des Humors in den Vordergrund gestellt. Und wie passt denn das jetzt zusammen? Konflikte, das ist ja was Ernstes, was Problematisches, da muss man das lösen, man muss Energie draus ziehen. Und diese Sache mit dem Humor und Spaß haben an der Arbeit und gemeinsam lachen und so. Wie kriegst du das unter einen Hut? Da gibt es nochmal unterschiedliche Ansätze. Einer ist ganz simpel, ich lache gern. Und es ist für mich ein Qualitätsmaß geworden für Zusammenarbeit, ob es genug zu lachen gibt dabei. Ich habe das mal mit einer Kollegin zusammen unter der Bezeichnung Gelächterquotient vereinbart. Wir haben festgestellt, wir lachen beide gern. Und dann haben wir gesagt, wenn wir hier zusammenarbeiten, dann sollten wir doch eigentlich darauf achten. Das ist nochmal dieses Thema Kennzahlen, was du angesprochen hast. Ja, Kennzahlen haben eine Wirkung. Und wir haben gesagt, wenn wir das wollen, dann machen wir eine Kennzahl. Was heißt das? Gelächterquotient heißt, jedes Mal rechtzeitig vor Ende eines Arbeitstreffens wollen wir prüfen, ob wir der Meinung sind, dass wir genug gelacht haben. Wenn nicht, ist das nachzuholen, bevor wir auseinandergehen. Ich kann sagen, es hat sich sehr bewährt. Es ist allerdings kulturfremd in manchen Organisationen und auch bei manchen Menschen im Alltag. Ich finde es sehr nützlich und ich finde es im Kontext von Konflikten gerade nützlich bei denen einem noch keine Lösung einfällt. Weil dann habe ich wieder die Wahl, hatten wir vorhin schon mal kurz gesagt, wie gehe ich damit um, dass ich es nicht lösen kann. Und eins ist, ich kann daran verzweifeln und was anderes ist, ich kann drüber lachen über die Absurdität dieser Situation. Und nachdem ich weiß, wie sich Verzweifeln anfühlt, das habe ich ausgiebig probiert, und weiß, wie drüber lachen sich anfühlt, ziehe ich das Lachen vor. Ja, Klaus, herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine Motivation, für dein Buch, für deine Einblicke in Konflikte und in den Lachquotienten. Danke dir fürs Zuhören und fürs Fragestellen und für ein angenehmes Gespräch. Das Buch Konflikte in Projekten, 40 Bausteine für konstruktive Konfliktlösungen von Dr. Klaus Schenk ist im Haufe Verlag erschienen und als Paperback und als E-Book erhältlich.